Hallo zusammen, Stas hier von Stas Motors. Willkommen zurück hier im wunderschönen Allgäu in Aitrach. Dieses Mal nehme ich euch wieder mit auf eine Einkaufstour, ne, und Organisation von Fahrzeugen oder Abholung von Fahrzeugen. Und das erste Fahrzeug ist schon da, weil das habe ich gestern Abend geholt. Es war relativ spät und dunkel. Aber das ist der hier, ne, ein Ford Focus RS MK1, die allererste Generation vom Focus RS in dem wunderschönen Ford Racing Blue. Die waren aber alle Ford Racing Blue oder Imperial Blau, wie das damals, glaube ich, hieß bei Ford. Und ja, das ist Numero Uno, wo wir abgeholt haben. Und morgen geht es dann weiter, morgen oder übermorgen, und holen nochmal ein anderes Fahrzeug, was aber wiederum schon verkauft ist. Und das ist das Pendant mehr oder weniger zum Focus RS. Und zwar ist es ein Golf 4 R32, ne, das holen wir dann. Und dann gibt es nochmal zwei Fahrzeuge, die wir abholen. Und das filme ich dann peu à peu ab. Und dann schneiden wir das so ein bisschen zusammen. Und dann seht ihr, wie so mitunter wieder so ein Alltag bei mir abläuft. Ne? Von daher, das ist Numero, so rum, das ist Numero Uno. Und sehr, sehr geiles Fahrzeug. Da kommt aber noch definitiv ein Video zu dem. Ne? Weil deutsches Fahrzeug, schöne Historie, gerade mal ein bisschen was über 100.000 gelaufen und ziemlich original, außer dass er Federn hat, wo er ein bisschen tiefer steht und Spurverbreiterungen. Ansonsten original. Jetzt geht's dann mehr oder weniger los und wir holen dann den anderen. Gell? Also, let's go! So, Dali, wie vorhin schon erwähnt, sind wir unterwegs, um das andere Kfz abzuholen. Ja, schön hier mit Hänger in dem wunderschönen Österreich gerade. Ich weiß nicht, ob man das ein oder andere sieht, aber das ist immer ein Genuss, hier reinzufahren und dann die ganzen Pässe hier zu fahren mit den ganzen Bergen und alles drum und dran. Das ist richtig, richtig geil. Aber ich glaube, jetzt aufgrund des Wetters sieht man das, glaube ich, relativ schlecht. Ne? Aber jetzt, wenn wir gleich im Fahrzeug sind, gucken wir weiter. Bis gleich. So, da sind wir. Ne? Drehen hier eine kleine Runde in dem wunderschönen Golf 4 R32. Ne? In dem wunderschönen Blau, so wie es sich gehört, als Dreitürer und vor allen Dingen natürlich auch als Schalter. Komplett im Originalzustand. Der ist auch schon verkauft, also sprich im Auftrag, im Kundenauftrag habe ich den gekauft sozusagen. Und schaut schon super aus. Ne? Also das sind schon geile Dinger. Ne? 3,2 Liter, Schalter, Allrad. Ich glaube 250 PS. Ne? Und das ist schon geil. Ne? Also ich finde die schon klasse, die Dinger. Natürlich nicht die perfektesten Wetterbedingungen, gerade hier in good old Österreich. Ne? Aber das sieht schon noch was aus. Sehr geiles Teil. Wir gucken uns das noch oder machen kurz noch mal eine Runde, schauen, ob alles soweit funktioniert, dass alles passt. Dann gehen wir in die Preisverhandlung rein und dann nehmen wir das gute Ding dann mit. Und jo, von daher hätte ich gesagt, wir machen noch einen kurzen Soundcheck. Ne? Let's go. Jetzt sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Ja? Die schönen Wolkenüberhänge auf den Bergen. Ja? Jetzt haben wir das Ding eingesackt und eingepackt. Das kommt jetzt mit. Und morgen muss ich eh noch mal zwei Fahrzeuge abholen und da wird auch gleichzeitig geliefert. Ist ein sehr, sehr geiles Ding. Der Sound ist der Wahnsinn. Das habt ihr ja bestimmt gerade vorhin gehört. Also wow. Von daher geht's wieder heim. So, jetzt sind wir angekommen in der Halle, ne, mit dem schönen Golf 4 R32 4Motion in Deep Blue Pearl. Sieht richtig, richtig geil aus. Also ist jetzt dreckig wie Schwein, aber sei es drum. Ne? Und sieht eigentlich ganz geil aus neben dem Ford Focus RS, dem MK1. Ja, also geiles Geschoss. Geiles Geschoss, aber ist schon sozusagen verkauft. Ne? Aber hätte schon gut ausgeschaut hier in der Halle, beide nebeneinander. Aber nicht so schlimm. Wir holen ja jetzt dann nachher noch ein paar andere Fahrzeuge. Von daher, weiter geht die Reise. Wir gehen natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause. Wir nehmen mit einen einen Porsche 997 in wunderschönem Grau mit Speed Art Verspoilerung komplett drumherum mit sehr, sehr geilen originalen Porsche Classic Felgen. Ne? Also nicht Fuchs Felgen, sondern originale Porsche Classic Felgen. Super geil. Ne? Der kommt mit und ein
320er W124 T-Modell mit Zenderfront, ein bisschen tiefer, mit Evo-Style-Felgen. Sieht auch ganz geil aus. Ne? Ist komplett vollgepackt, deswegen ist unten ein bisschen tiefer. Der hat noch einen Reifensatz hinten, noch ein paar originale Anbauteile vom 997 mit drin. Auch hier Leder. Ne? Sehr geil. Der kommt mit. Der kommt mit. Wir machen auf jeden Fall dann nochmal ein Video, natürlich zu jeder Karre nochmal einzeln. Und ja, ich hätte jetzt gesagt, das war's erstmal. Und jetzt geht's wieder heim. Und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.